Das ist Cash, so nennt sich Kestutis Maciulis aus Slowenien, bei seinem letzten Übungssprung vor dem Weltcup. Seine Routine ist so groß, dass er sogar mit dem Handy filmt. 1000 Meter über Herzogseegmühle im freien Fall. Doch dann auf einmal geht's um Leben und Tod. Wenig vorher, alles scheint optimal vorbereitet. Cash startet im Team von Gerda. Die 62-Jährige ist eine Fallschirmspringer-Legende. Ich komme immer gut runter. Gerda ist schon in der ganzen Welt gesprungen, war schon Weltcupsiegerin und Bundestrainerin. Heute startet sie nur noch just for fun. Sie hat ein internationales Team um sich geschart. Mit dabei auch Cash aus Slowenien. Alle sind absolute Profis. Und obwohl Gerda schon seit 40 Jahren springt, ist es trotzdem immer wieder das Gleiche. Das ist immer so ein Moment der Anspannung. Es ist völlig klar, weil das Fliegen ist für uns Menschen etwas wirklich Unnatürliches. Wir sind gar nicht dafür gemacht. Das Rausspringen aus einem gesunden Luftfahrzeug, sage ich mal, kostet ein bisschen Überwindung. Ja. In dem Moment, wo man das Flugzeug verlassen hat, hat man sehr bald das Gefühl, fliegen zu können. Zeit zum Genießen bleibt beim Zielspringen aber nicht. Auf eine zentimetergenaue Landung kommt es beim Weltcup an. Das ist die Größe von einem 20-Cent-Stück ungefähr. Um Weltmeister zu werden, muss man 10-mal hintereinander im Bereich von diesen 2 cm springen. Also mit einer Abweichung vielleicht von 2-3 cm nach 10 Sprüngen. Der Wind macht Gerda diesmal ganz schön zu schaffen. Egal, ein Kick war es trotzdem. Man kann das eigentlich niemandem erklären, der nicht schon mal gesprungen ist. Weil auf uns immer natürlich geschaut wird, was sind das für Bekloppte, wie kann man nur aus dem Flugzeug springen. Jemand, der das nicht erlebt hat, dem kann man das auch nicht nahebringen. Bei Cash hat es aber mit Adrenalinkick nichts mehr zu tun. Sein Hauptschirm hat sich geöffnet. Ihm bleiben nur wenige Augenblicke, um jetzt den Reserveschirm zu ziehen. Und Gott sei Dank, er öffnet sich. Doch weil er kleiner ist, geht's ganz schön schnell nach unten. Es stellt sich raus, er hat den Fallschirm falsch gepackt. Darum ging er auch nicht auf. Fast 3000 Mal ist Cash schon gesprungen und noch nie hat er den Reserveschirm gebraucht. Für jeden Springer der absolute Horror. Auch Gerda hat er schon mal gerettet. Diese falsche Schlaufe hätte Cash fast das Leben gekostet. Vielleicht 5 Sekunden mehr und es wäre vorbei gewesen. Wenn du den Reserveschirm öffnest, ist es wie ein Geburtstag. Er hat mir das Leben gerettet. Darum feiere ich nächstes Jahr an diesem Tag meinen 2. Geburtstag. Statistisch gesehen ist Fallschirmspringen nicht viel gefährlicher als Radfahren, auch dank dem Reserveschirm. Darum wird Cash auch weiterspringen.